Hallo und willkommen bei How To Buddies. Wir haben hier das Xiaomi Redmi Note 12 Pro vor uns liegen und wollen uns in diesem Video mit der Ersteinrichtung des Geräts befassen. Vielen Dank einmal an dieser Stelle an die Firma MySwoop, die uns dieses Gerät zur Verfügung gestellt hat. Und wir fangen hier direkt mal an. Wir werden konfrontiert nach dem ersten Einschalten mit der MIUI 13 Oberfläche sozusagen. Das ist ja die Benutzeroberfläche aus dem Hause Xiaomi. Und wir können als erstes mal hier auf diesen Pfeil klicken. Und dann werden wir hier schon mit der Sprachauswahl konfrontiert. Ganz normal, ganz typisch an dieser Stelle. Ihr habt das Gerät ja vielleicht brandneu. Dann ist vielleicht bei euch auch Englisch als voreingestellte Sprache ausgewählt. Das weiß ich jetzt nicht genau, was hier auch im Vorfeld passiert ist mit dem Gerät. Eigentlich ist es komplett zurückgesetzt. So finden wir es ja jetzt hier auch vor. Bei uns ist schon mal Deutsch vorausgewählt. Hier unten klickt man dann auf diesen kleinen Pfeil hier rechts. Zack. Und kommt zum nächsten Schritt, wo wir uns dann auch das Land noch auswählen können. Im ersten Schritt wählen wir ja die Sprache aus, die Systemsprache des Geräts und im nächsten Schritt dann immer das Land, wo wir leben. Wir leben ja auch in Deutschland, von daher passt das. Und dann kommen wir hier schon zu den Geschäftsbedingungen und zwar zur Nutzervereinbarung, zur Datenschutzerklärung. Und diese beiden Sachen könnt ihr dann hier aufrufen separat. Seht ihr hier, habt da einiges durchzulesen, wenn ihr das wollt. Genauso bei der Datenschutzerklärung, das ist dann immer einiges an Text, wer sich da genau mit auseinandersetzen möchte. Ja, der wird dann vielleicht so einen Tag brauchen, um das durchzulesen. Ihr könnt aber auch einfach sagen, ich habe beides gelesen und stimme diesen zu. Da stehen halt nur rechtliche Dinge drin, das kennt ihr vielleicht. Und wir machen das in diesem Fall mal so und klicken hier auf Weiter. Das Gerät sucht jetzt nach einer SIM-Karte, stellt fest, dass wir noch keine SIM-Karte eingelegt haben. Das ist okay, das machen wir in einem separaten Tutorial für euch. In diesem Video überspringen wir das jetzt, weil das jetzt nicht unbedingt zwingend erforderlich ist für eine Ersteinrichtung. Genauso werden wir noch andere Geschichten hier vielleicht überspringen, die, wie gesagt, nicht unbedingt erforderlich sind für eure Ersteinrichtung. Das Ganze soll ja hier auch mal halbwegs schnell über die Bühne gehen. So eine Ersteinrichtung an sich dauert ja auch schon lang genug. Netzwerkverbindung, da kommen wir jetzt als nächstes hin. Das ist ein elementarer Schritt, finde ich, für eine Ersteinrichtung und da sollten wir dann auch drauf eingehen. Wir haben jetzt hier bei uns relativ viele WLAN-Netze in der Umgebung, wie ihr seht. Bei euch wird das vielleicht ein bisschen abgespeckter aussehen, wenn ihr zu Hause sitzt und vielleicht nur das eigene WLAN-Netz vorfindet. In unserem Fall weiß ich, das hier ist unseres. Ihr wählt dann eben eures aus und gebt dann eben einmal euer Passwort ein. Das Passwort für eure Netzwerkverbindung, das findet ihr zumeist unter eurem Router, aber kann natürlich auch sein, dass ihr es da nicht findet, beziehungsweise woanders stehen habt oder woanders hingeschrieben habt. Das überlasse ich dann euch. Auf jeden Fall gebe ich jetzt einmal hier unser Passwort schnell ein. So, nach Eingabe des Passworts kann ich direkt auf Verbinden klicken. Ihr könnt auch, um euch das Passwort anzuzeigen, hier auf das Auge klicken. Das könnt ihr auch von vornherein. Ich habe es jetzt so in diesem verschlüsselten Modus und sage mal Verbinden. Und habe mich auch nicht verschrieben, wie ich sehe. Ich bin verbunden und das Ganze hat funktioniert. Dann kann ich jetzt hier unten wieder auf meinen Pfeil klicken, um weiterzukommen. Und unser Smartphone wird überprüft. Dies kann einige Minuten dauern. Das dauert in den seltensten Fällen einige Minuten. Das ist meistens nur ein kleines Arbeiten des Prozessors. Und dann gucken wir mal, dass es gleich weitergeht. So, wie gesagt, das hat jetzt keine Minute gedauert und wir sind jetzt hier beim nächsten Schritt, Apps und Daten kopieren. Du kannst festlegen, was auf dein neues Gerät übertragen werden soll, deine Apps, Fotos, Kontakte, dein Google-Konto und mehr. Das können wir jetzt natürlich alles von einem vorigen Smartphone übertragen. Dann würdet ihr hier auf Weiter klicken und müsstet dann erstmal auswählen, ob jetzt von Android oder von iPhone, je nachdem von wo ihr kommt. Ich werde in diesem Schritt nicht kopieren wählen, denn wir richten dieses Gerät einmal komplett neu und frisch ein, ohne Daten, deswegen nicht kopieren. Müsst ihr halt entscheiden, was ihr wollt, ob ihr das Gerät auch ganz frisch ohne eure Altlasten sozusagen einrichten wollt oder ob ihr schon gleich einiges übertragen wollt. So, dann kommen wir hier auch schon zur Google-Anmeldung mit dem Google-Konto anmelden. Also wenn ihr ein Google-Konto habt, gebt ihr hier eure E-Mail-Adresse ein oder auch Telefonnummer. Habt ihr das vergessen, eure E-Mail-Adresse, klickt ihr einmal da oder wenn ihr noch kein Konto habt, könnt ihr auch hier eins erstellen. Ihr könnt diesen Schritt auch überspringen, aber das macht eigentlich wenig Sinn, ein Android-Gerät ohne Google-Konto zu nutzen. Deswegen, ich gehe mal davon aus, ihr habt auch ein Google-Konto und ich gebe jetzt hier für unser Google-Konto einmal E-Mail-Adresse ein und im nächsten Schritt auch das Passwort zur Bestätigung. Wie beim WLAN-Passwort auch, habt ihr hier die Möglichkeit, euer Passwort anzeigen zu lassen und um es nicht verschlüsselt darzustellen. Ich habe es jetzt, wie gesagt, im verschlüsselten Modus, könnt ihr dann auch im Vorfeld schon, dass ihr seht, was ihr schreibt. Ich sage jetzt hier mal weiter und das hat auf jeden Fall schon mal geklappt. Jetzt können wir hier uns noch die Nutzungsbedingungen von Google durchlesen, die Nutzungsbedingungen von Google Play und die Datenschutzerklärung. Ähnlich wie eben klickt ihr dann auf die Links, wenn ihr euch das alles durchlesen wollt. Ihr könnt an dieser Stelle auch sagen, wenn ihr das durchgelesen habt und nicht damit einverstanden sein solltet, dass ihr dieses Konto jetzt nicht hinzufügen wollt. Ich gehe mal für den Standardfall davon aus, dass ihr zustimmt.
So, jetzt werden die Kontoinformationen abgerufen über unsere WLAN-Verbindung. Deswegen seht ihr auch, dass die WLAN-Verbindung, wie ich eben schon sagte, eigentlich elementar für eine Ersteinrichtung schon ist. Und wir werden jetzt hier mit den Google-Diensten konfrontiert. Wir sehen zum Thema Sicherung und Speicher standardmäßige Gerätesicherung verwenden. Wir haben dann hier noch so einen Dropdown, können uns da einiges zu durchlesen. Hier geht es halt eben um die Cloud, um Backups und so weiter. Du kannst diesen Dienst in den Einstellungen deaktivieren. Also alles, was wir hier jetzt einstellen, das gilt auch für den Standort natürlich, für die WLAN-Suche, für Nutzungsdaten und Fehlerberichte senden. Das könnt ihr auch alles später nochmal einstellen. Ich mache es jetzt so, dass ich das aktiv lasse. Meinen Standort, den schalte ich erstmal generell aus. Bin ich immer ein Fan von. Wahrscheinlich habt ihr den dauerhaft an, ist auch okay. Bei mir ist es nur so, dass der bei meinem Handy zumindest am meisten Akkuleistung sozusagen verbrät, wenn er permanent eben seinen Standort sendet und auch entsprechend empfängt. Deswegen deaktiviere ich das. Natürlich ist damit die WLAN-Suche inbegriffen und Nutzungsdaten und Fehlerberichte senden, das ist immer optional, das muss man nicht machen, das könnt ihr natürlich tun, aber auch das wähle ich in unserem Fall ab. Und hier unten haben wir dann nur noch eine Information zum Thema Updates und Apps installieren. Wenn du fortfährst, stimmst du zu, dass auf diesem Gerät auch automatisch Updates und Apps von Google, deinem Mobilfunkanbieter und dem Hersteller dieses Geräts heruntergeladen und installiert werden können. Möglicherweise auch über eine mobile Datenverbindung. Gut, ist nur eine Warnung für euch, dass ihr eben seht, dass gegebenenfalls das passieren kann. Dass ihr euch dann nicht wundern solltet, wenn dann ja irgendwie mal ein bisschen von eurem Guthaben weg ist, von eurem Datenvolumen. Genau, deswegen werdet ihr hier eben im Vorfeld gewarnt. Ich sage jetzt mal so, akzeptieren. Wie gesagt, ihr könnt die Regler stellen, wie ihr wollt. Könnt ihr auch im Nachhinein noch wieder ändern. Und wir kommen zum nächsten Schritt. Suchanbieter auswählen. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, aus so 10, 12 Suchanbietern uns den auszusuchen, dessen Suchmaschine oder Suchzeile wir nachher auf unserem Startbildschirm haben wollen. Ihr habt dann die Möglichkeit, euch immer noch so ein Sätzchen hier durchzulesen unter den Dropdown-Pfeilen. In meinem Fall wähle ich jetzt einfach Google und sage weiter. Ihr könnt euch da aussuchen, was ihr wollt. Einrichtung fortsetzen. Du kannst fortfahren, um die Einrichtung deines Geräts abzuschließen oder aufhören und dich später daran erinnern lassen. Da wir jetzt im Thema Ersteinrichtung sind, machen wir auch weiter und gucken mal, was da noch auf uns wartet. Einen Moment, jetzt geht es um den Google Assistant. Genau, das heißt, ihr könnt euer Gerät ja auch sprachsteuern über den Befehl Hey Google. Und ja, das können wir in der Tat einfach machen. Für den Fall, dass ihr euer Gerät auch sprachsteuern wollt. Dann haben wir hier den Punkt Voice Match bei Hey Google aktivieren. Mit Voice Match kann Assistant deine Stimme erkennen und dich von anderen unterscheiden. Das heißt, dass nicht irgendjemand anderes hier Hey Google sagen kann, wenn das Gerät gesperrt ist. Das wäre ja sinnfrei. Können wir überspringen, wie eben, oder einfach zustimmen. Ich sage, ich stimme zu und dann kommen wir zum Thema sonst noch etwas. Da war noch kurz eben GPay, aber hat sich scheinbar erledigt. Du kannst jetzt noch einige Funktionen einrichten oder die später in den Einstellungen nachholen. Wir können jetzt hier diese verschiedenen Geschichten machen. Da sage ich mal nein, danke, das ist jetzt nicht so relevant. Und so langsam dürften wir dann auch fertig werden. Wir sehen jetzt hier noch Passwort festlegen. Das machen wir mal mit der Bildschirmsperre, den Fingerabdruck. Dazu machen wir nochmal ein separates Tutorial. Auch zum Thema Bildschirmsperre werden wir ein separates Tutorial machen. Aber hier für den ersten Schritt werde ich jetzt mal eben schnell eine PIN festlegen. Merke dir dein Passwort, merke dir dein Sperrbildschirmpasswort. Wenn du es vergisst, musst du alle Daten auf deinem Gerät löschen, inklusive deiner Fotos und Kontakte. Und anschließend ein neues festlegen. Alles klar. Ihr seht schon, dass das nicht ganz unwichtig ist, dass man sich sein Passwort gut merkt. Deswegen Konzentration bei der Vergabe einer PIN oder eines Musters oder eines Passworts. In unserem Fall mache ich es einfach hier fürs Video einmal 4x0. Das solltet ihr nicht nachmachen. Also zack und nochmal bestätigen. So, und dann haben wir hier wieder unseren Fall, wo es weitergeht. Nicht nachmachen, weil 4x0 eben eine sehr einfache PIN ist, beziehungsweise 1, 2, 3, 4 oder eine andere Kombination aus 4 gleichen Zahlen. Denkt euch eine vernünftige PIN aus. Bei diesen 10 Ziffern habt ihr bei einer vierstelligen PIN eben 10.000 Möglichkeiten, euch eine PIN auszusuchen. Da sollte ja für jeden was dabei sein. So, auf den Pfeil geklickt und weiter geht's. Weitere Einstellungen, die wir jetzt hier vornehmen können. Standort, den hatte ich ja vorhin eigentlich schon abgewählt. Apps und Websites, den Zugriff auf deine Standortinformationen gewähren, um standortbezogene Services anzubieten. Ja, ich wähle das jetzt erstmal parallel zu der anderen Einstellung ab. Nutzungs- und Diagnosedaten senden mache ich auch aus. Automatische Systemaktualisierungen, die lasse ich mal aktiv. Das ist ja ganz praktisch, denn MIUI wird die beste Zeit zum Download und zur Installation von Aktualisierungen auswählen. Dein Gerät wird automatisch neu gestartet, um Änderungen anzuwenden. Das ist dann wahrscheinlich so, dass es wohl, wenn MIUI den besten Zeitpunkt auswählt, dann eher nachts ist, während ihr schlaft und vielleicht eine aktive WLAN-Verbindung habt. Personalisierte Anzeigen, das könnt ihr euch überlegen, ob ihr jetzt personalisierte Anzeigen auf Grundlage eurer Interessen aktivieren wollt oder wenn ihr das deaktiviert, kriegt ihr halt trotzdem, aber eben nicht auf Basis eurer Interessen. Ich sag das, achso, das müsste ich dann ausschalten. So, Hintergrund, Bild, Karussell, danke, brauche ich nicht.
Programm zur Benutzererfahrung, danke, brauche ich nicht. Apps automatisch aktualisieren, können wir aktivieren, können wir auch manuell machen. Zum Thema Apps aktualisieren werden wir auch noch ein separates Tutorial machen. Ich lasse das mal aktiv, aber gehe jetzt hier erstmal auf Weiter. So, ihr könnt das auch so einstellen, wie gesagt, wie ihr wollt. Müsst ihr nicht so machen wie wir, ist jetzt so unser Prozedere. Dann haben wir Standard-Startprogramm auswählen, klassisch oder App-Übersicht. Wenn wir das machen, sehen wir, wie das Ganze aussieht. Dann wischen wir einmal hoch, haben da unsere ganzen Apps. Und klassisch wischen wir eben zur Seite und haben da weitere Apps. Könnt ihr euch aussuchen, wie ihr wollt. Ich lasse es jetzt mal so. Und Einrichtung abgeschlossen. Du kannst jetzt loslegen. Alles klar. Dann lädt er jetzt die Apps, die ja wahrscheinlich automatisch hier mit installiert werden. Und das dauert vielleicht nochmal einen kleinen Moment, aber dann dürften wir gleich zum Startbildschirm kommen. Und da sind wir mal gespannt, wie das Ganze aussieht beim Redmi Note 12 Pro und warten jetzt hier mal einen kleinen Moment noch ab. So, jetzt werden wir zumindest schon mal mit unserem Hintergrundbild begrüßt. Das sieht ja auch ganz interessant aus, was auch immer es ist. Irgendwie sieht es auch ein bisschen aus wie ein Handtuch und so, aber könnte auch was anderes sein. So, wir sind auf dem Startbildschirm. Wir haben oben links, wie wir sehen, unsere Uhrzeit und das Datum und hier ein paar Apps hier unten. Wir sehen hier die Searchbar, die wir festgelegt haben. Und wenn wir jetzt zur Seite wischen, denn so haben wir es jetzt ja bei uns installiert, also nicht, dass wir nach oben wischen, um weitere Apps aufzurufen, sondern eben seitlich. Das funktioniert. Wischen wir links rüber, können wir direkt losgoogeln. Und wenn wir einmal runterwischen, okay, wische um zwischen dem Kontrollzentrum, ja. Das wäre natürlich nett, wenn sie das ganz ausschreiben würden. Gut, was auch immer da stand. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier die Möglichkeit, unser Kontrollzentrum von oben nach unten aufzurufen. Das ist ja immer der Schnellzugriff für alles, wie wir sehen. Auch das funktioniert einwandfrei. Wir können das noch weiter ausklappen, konnte ich eben zumindest. Ach so, genau. Nicht an diesen Balken, sondern ihr wischt dann einfach auf den Apps einmal nach unten und seht eben hier alle Schnellzugriffe, die ihr habt. Wir können die Beleuchtung hier verstellen und so weiter und so fort. Alles klar. Also, das hat auf jeden Fall schon mal alles funktioniert. Die Ersteinrichtung am Xiaomi Redmi Note 12 Pro. Ich hoffe, das war für euch hilfreich und euch hat das Video gefallen. Und ja, im besten Falle eben auch bei eurer Ersteinrichtung ist es ein guter Leitfaden, um da durchzukommen. Ihr seht, ihr müsst zwischendurch mal ein paar Sachen hinnehmen, akzeptieren und bewilligen. Aber das geht alles klar. Ihr habt viele Möglichkeiten, alles so einzustellen, wie ihr wollt. Und dann werden wir uns jetzt hier mit den weiteren Tutorials befassen, von SIM-Karte einlegen, über Fingerabdruck einrichten und so weiter und so fort. Und ich hoffe, ihr seid bei allen Videos dabei. Lasst gerne einen Daumen nach oben für uns da, abonniert gerne kostenlos unseren Kanal und dann hoffe ich, dass wir uns auch im nächsten Video zum Redmi Note 12 Pro wiedersehen. Bis dahin, viel Spaß mit dem Redmi Note 12 Pro und ciao! Das heutige Video wird unterstützt von MySwoop. Bei MySwoop könnt ihr geprüfte und gebrauchte Elektronikprodukte mit bis zu 70% Rabatt und einer Garantie erwerben. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, eure nicht mehr benötigte Elektronik schnell und unkompliziert zu verkaufen und vor allem euren alten Produkten ein zweites Leben zu schenken.